So, dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt nochmal den Granatwerfer tatsächlich eingepackt. Ich habe die Flammgranaten mitgenommen, noch vier neue hergestellt. Ach, Moment, vielleicht haben wir noch welche drin. Das habe ich jetzt. Klar, haben wir noch welche drin. Die habe ich jetzt fast vergessen. Und wir hatten übrigens doch Schießpulver. Keine Ahnung, wieso ich das eben übersehen habe. Aber wir hatten auf jeden Fall auch noch Festbrennstoff. Den habe ich eingesetzt. Wir haben noch, also noch einige Schuss hiervon, dann haben wir noch, na, immerhin 12 Schuss damit, wir haben jetzt 9 Schuss damit, wir haben, wie viel waren das? Noch 8 von den Teilen und dann haben wir noch einen Flammenwerfer am Start mit auch noch immerhin ungefähr 450 Schuss. Ist ja auch ne, ist ja auch was, ne? Und dann haben wir, sind wir hier noch mit den Sachen ausgerüstet. Ich hab jetzt keine starken dabei, aber das muss reichen. Abgespeichert habe ich auch. Auf geht's. Evelyn, ich komme. Was ist das? Eine Tür. Können wir irgendwas machen? Die Antwort lautet, sieht nicht so aus. Moment. Ne, wir sind richtig hier. Und wir haben noch 2 Slots übrig. Den Flammenwerfer können wir wahrscheinlich benutzen, falls wir in die Verlegenheit kommen, dass wir. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ah, können wir auch noch mitnehmen. Falls wir in die Verlegenheit kommen, dass wir keine Schrotflintenmunition mehr haben. Aber die können wir ja durchaus jetzt mit aufbrauchen. So. Ich glaube, wir hören sie. Ich habe so ein bisschen auf dem rechten Ohr. Also da kommt es offensichtlich her. Magnum-Munition. Tja, wir haben keine Magnum. Leider nicht, leider nicht. Das Singen wird lauter. Und jetzt hört's auf. Sie hat uns bemerkt. Oh, da ist ein Soundschnipsel durcheinander gekommen. Oh Gott. Wow, Hilfe. Sollen wir dafür mal eine einsetzen? Was haltet ihr davon? Wie viele sind denn hier noch? Sind doch gar nicht mehr so viele. Das ist ja gar nicht. Waren es direkt 2 davon, ne? Schrotflintenmunition, die nehme ich immer gerne. Und ein Kräutchen. Hat es uns erwischt? Ne, ne? Uns hat es noch nicht mal erwischt. Upsi. Wo geht es denn eigentlich weiter? Ach, da oben. Hier nicht. Das ist ein Fake. Ein Fake! Eine Fake-Ecke. Lach nicht. Alter, der Ethan, der bewegt sich so langsam rückwärts, weil man sieht halt nicht,
Es ist schwierig mit den Bomben. Wo geht's denn jetzt weiter? Okay, pass auf. Dann machen wir das doch so. Und so. Ja, das war mal... war auch nix. Das war auch mal gar nix, ja. Noch 9 Schuss übrig. Das ist ja uncool. Also, hier... wir könnten... lohnt sich das? Machen wir, ich heb das gleich auf. Und dann lass doch nochmal den hier machen. Wir wissen ja jetzt Bescheid. Uns eigentlich erlauben, weil hier war doch irgendwo... war das denn? Hier war doch irgendwo noch so ein Kräutchen. Das könnten wir direkt im Prinzip machen. Dann haben wir wieder einen Platz frei. So, wie viel Glibberkram kommt hier noch runter? Hören wir noch was? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er nichts mehr kommt. Fantastisch. Flintmunition. Das ist super. Okay, hier oben geht es noch weiter. Da kommt ja noch mehr runter jetzt. Ordentlich. Sehr gut. Wow. Oh, kurz an Türen verloren hier. Flinte. Oh, wir werden richtig dazu ermutigt, hier die Flinte zu benutzen. Das freut mich voll, dass wir die mitgenommen haben. Gott, das kommt doch hinter uns, ne? Wow. Das ist ein harmloser Shit. Mist. Okay, pass auf. Dann dreht man mit der Schrotflinte nach. Brauchen wir aber nicht. Ah, ich vergesse immer, dass wir den haben. Also bei der nächsten größeren Ansammlung, wenn jetzt nochmal 3, 4 auf uns zukommen, dann machen wir nochmal hier so eine Granate. Weil wollen wir auch nicht verschwenden. Ich glaube, hier geht es vermutlich nicht mehr zurück. Ah, wir sind
Oder er hier. Wow, zwei von denen. Ja. Komm hier, noch ein dritter. Fresst. Pam. Noch einer? Alter, lauf mal, Ethan. Boah, was hält der aus? Verdammt, verdammt, ich komme nicht mehr raus. In die Fresse. Der steht immer noch auf, ich glaub's nicht. Nein, er steht nicht mehr auf. Hinterlässt uns was Schönes? Okay. Ich würde sagen, das hat uns bestimmt zwei gekostet. Ich glaube, da war noch eine Kiste, ne? Flintenmunition war das, glaube ich. Noch mehr Flintenmunition. Hervorragend. Stark ist das, nein. Das hätten wir gebrauchen können. Was sagt die Uhr? Ich glaube, wir können noch eins davon einschmeißen, ne? Komm, wir haben's. Können wir machen. So, da geht's hoch. Hier geht's irgendwie auch hoch. Hatte man einen guten Überblick gehabt. So. Vielleicht kann man von hier aus noch irgendwas abschießen oder so. So einen Wackeltypen. Sehe ich aber irgendwie gerade nicht so. So, hier ist hier noch irgendwas. Hier war auch nichts. So, hier wahrscheinlich dann auch nicht. Gehen wir hier hoch. Wie viele Schüsse haben wir noch? Vier von den Granaten. Da müsste irgendwann mal einen Flammenwerfer einsetzen. Nee, gehen wir zurück. Okay, hier ist nichts. Ist definitiv nichts. Also dann, quetschen wir uns mal hier durch. Wow. Noch immer starkes Arzneimittel. Und Karte des Bergwerks. Krass. Ah, ja klar. Nehmen wir einen Speicherstand mit. Hier, so einen alten. Und dann. Würde ich sagen, gehen wir zu Evelyn. Evelyn, ich sehne mich nach deinem Hals, in dem ich das Serum injizieren möchte. Guck mal hier. Ist nicht. Aber hier, der Rollstuhl, ne? Von der Oma haben wir ja auch lange nichts mehr gehört. Bin mal auf die Statistik gespannt, wie viele wir von diesen Puppen erwischt haben. Ach, hier sind wir. Ja, ja, da war die Tür, ich weiß. Oh, jetzt ist sie wieder da. Kommen wir hier durch? Nein, ist abgeschlossen.
Tja, und jetzt ist die große Frage. Wir haben ja gesehen, dass die Familie eigentlich natürlich eine ganz normale Familie ist. E001. Was heißt das nochmal? E001. Habe ich mich damals schon gefragt, ne? Das Bild, das lag ja schon damals. E001. E001. Naja, und die Frage ist natürlich jetzt, was ist mit der Familie denn so los? Ist die jetzt mittlerweile wieder geheilt, dadurch, dass wir der Zoe das Mittel gegeben haben? Könnte ja auch sein, ne? Oder inwiefern war das zu verstehen? Aber hier ist der. Naja, das kennen wir alles hier aus der ersten Folge. Wir haben das Telefon. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nein, keiner da. Ja. Fieser Flashback. Hier haben wir mit. Oh. Wieso liegt sie denn hier? Oder ist das auch noch Teil des Flashbacks? Wahrscheinlich. Oh oh. Wow. This is your fault. Glaube ich nicht. Why am I seeing this? Raschelt draußen. Ist unheimlich. Ist der Wind, der durch die Blätter fegt. Ja, ansonsten. Hallo. Hier ist noch die Sicherung, die ist immer noch rausgenommen. Tasse Kaffee. Der Fernseher ist weg. Hier ist ein Puppenhäuschen. Nochmal ein Bild der Familie in glücklicheren Tagen. Hier kommen wir nicht dran. Hier sollen wir auch nicht dran, denke ich mal. Dafür steht ja auch ein Bett hier. Ansonsten hat sich hier nicht so viel verändert. Also, ne? Hier fehlen irgendwie. Fehlt die Couch. Ethan, it's Wow. okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. Oh, but you shouldn't have done that! It fucking hurts! He doesn't want to be my daddy? Then he can die. Now it's Mommy's turn to kill you. So, hier in die Tür geht es immer noch nicht rein. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Sinn, hier reinzugehen. Irgendwie, das passt irgendwie gar nicht mit der Architektur des Kellers. Ich meine, das mal auf einer Karte gesehen haben zu haben. Sollen wir da hoch oder so? Hier. Ich meine, wir können. Also, ich muss überlegen. Ich weiß es nicht. Ist der Rabe noch hier drin? Oder hier? Ja, ne, in der Mikrowelle war der Rabe, ne? Das können wir noch lesen. Ich schätze mal. Ich wollte gerade sagen, ich schätze mal, wir müssen hoch. Dann mache ich das jetzt mal. Nur für den Fall, dass wir hier noch irgendwas einsammeln können. Okay. Hä? Ich weiß nicht, wo lang wir müssen. Oben oder unten lang? Oben lang. Egal. Jetzt weiß ich nicht, was unten ist, aber das ist mir gerade wurscht. Oh oh. Sieht aber ziemlich zerfetzt aus hier. Wo bist du denn? Hier oben? Mach doch die Tür auf. Hier ist halt der normale Gang. Komisch. Da müssen wir doch runter. Müssen wir jetzt nochmal gegen die kämpfen?
Warte mal, was sagt denn unsere Energie? Ich hasch, keine Ahnung. Mussten wir das jetzt irgendwie einstecken? Oder ist das jetzt Teil der Halluzination? Und wir sind jetzt in Wirklichkeit gar nicht getroffen worden. Na, dann probieren wir mal hier rauszuflüchten. Der Ausgang ist ja hier. Das wissen wir ja. Oder geht der Schrank auf? Nein, geht nicht auf. Ah! I'm not playing. No! Get that away from me! Boah, will die denn wissen, was das ist? I don't need your pity. Ja, du bist doch nur eine Halluzination. Du bist doch nur eine Halluzination. Ah! Hä? Lass mich raus. Guck mal hier. Wir sind bewaffnet, ne? Bis zum geht nicht mehr. Wir haben Flammenwerfer, Granaten, Schrotflinten, ein Gewehr, was eigentlich nur das Militär hat. Wir haben flüssig Sprengstoff, aber wir kommen nicht durch eine Holztür. Oh, war das eben auch schon aus, ja, ne? Tja, ich weiß immer noch nicht, wo wir lang müssen. Oh! Ist die Puppe nochmal in groß? Scheint aber auch nur eine Hallucination zu sein. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht habe ich oben was übersehen. Nee, das tut uns nichts. Und da muss ich die... Muss ich die ausrüsten? Nee, ich kann die nicht ausrüsten. Hier ist sie. Vielleicht muss ich hier... mich ernähren und dann... Oder auch nicht. Space blocken. Okay. Ach so, okay. Wir müssen die blocken. Get away! Warte. Lass mal die gerade benutzen. Ja. Steh mal auf, Ethan. No, you don't. Wenn wir blocken, fallen wir nicht hin. Und wir kommen immer... Wir kommen tatsächlich immer näher. Ein bisschen anstrengend. Und. Wir kommen näher. Und. Haha, hab dich. Du kleines Miststück, du Göre. Ja, ich wollte es gesagt. Ich habe das eben nicht ausgesprochen. Ich habe mir sowas irgendwie gedacht, ey. Die muss noch eine Rolle spielen. Es müsste eigentlich alles weiß werden. Eigentlich, theoretisch. Aber in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit muss ich jetzt hier noch sowas machen. Ah, Moment, warte. Keine Ahnung. Warte, drei. Pam und. Ja. Komm, wir schicken jetzt hier alles rein, was wir noch haben. Pam und Pam und immer schön aufs Auge hier.
Okay. Nein, der echte. Okay, wir haben es jetzt. Okay. Lass dir ruhig Zeit, Ethan. Kein Problem. Willst du aufstehen? Was ist das Gesicht überhaupt? Das kann man gar nicht erkennen. Das Gesicht denn? I just murdered a family. Ja, ja, schon klar. Komm einmal hier aufs Auge. Zack, Mann. Oh, lad nach. Autsch. Die Pistole. Use it! Ja. Play time, Joel. Ja, ich sehe dich nicht. Wow. Was ist das? Ich glaub schon, ne? Leicht verkalkt, die Gute. We did it! I'm Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Kleine Anspielung. Ist das vielleicht der Sohn von Chris? I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Warum sieht die Hand so komisch aus? Goodbye. Man muss doch nicht sein ganzes Smartphone wegschmeißen. Naja, wie auch immer. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time. But now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Resident Evil 7. Ja, damit haben wir es wohl geschafft. Was sehen wir jetzt gerade noch?
Vielleicht einen kleinen Teaser für einen der DLCs. Oder Koshi Nakanashi, Director. Ja, cool. Das sind dann wohl die Credits, die jetzt hier eingeblendet werden. Art Director, Tomonori. Naja, geht ein bisschen schnell. Schön gemacht mit den Credits gerade. Ja, vielleicht noch ein paar zusammenfassende Gedanken über Resident Evil 7. Hat es mir gefallen, hat es mir nicht so gut gefallen. Bin da ein bisschen hintergerissen, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang hat es mir... ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Nein, fange ich anders an. Meine allerersten Eindrücke, die ich vom Spiel hatte, waren... mal unabhängig vom Spielerischen, ehrlich gesagt, nicht so gut. Im Vorfeld hatte ich schon das Demo teilweise gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es vollständig angeguckt habe, aber zumindest kannte ich schon so ein bisschen Material daraus. Ich kannte halt diesen Hauseingang von dem alten Haus, wo man halt startet. Von diesem Nebenhaus. Auch das Filmteam, das habe ich dann gesehen. Wahrscheinlich habe ich das ganze Demo gesehen. Habe halt gesehen, wie das Filmteam da reingegangen ist, wie es dann da umgebracht wurde und ein paar der Stellen, wo Ethan die erste Begegnung mit Mia hat, die ja relativ gruselig sind und sehr, sehr explizit mit dem Axtkampf und mit der Kettensäge und da muss ich sagen, das hatte mich, ich glaube, das habe ich auch anfangs schon mal erwähnt, das hat mich eher ziemlich abgestoßen, in der Form, wie das dargestellt wurde. Das war so genau alles und das hat man, glaube ich, noch nicht so häufig gesehen in dem Zusammenhang und das fand ich echt eklig und auch nicht also unnötig. Ich fand es wirklich unnötig, also das ist so nicht die Art von Horror, die ich brauche, das ist Ekel. Und Horror verstehe ich persönlich was anderes. Das ist, fand ich jetzt, war kein Feinschmecker-Horror. Ne? Das war In-Your-Face-Horror. Und In-Your-Face-Ekel-Horror. Und irgendwie hatte mich das so gar nicht angemacht. Aber dann wiederum dachte ich, naja, Resident Evil, First Person, das ist ja so halt mal ein ganz neuer Ansatz für die Resident Evil-Serie. Das macht dann ja schon neugierig und insgesamt ist es ja ganz gut weggekommen. Und dann habe ich mich nach fast einem Jahr oder nach einem guten Jahr, viel mehr als einem Jahr sogar, dann einfach mal dazu durchgerungen, oder ja, irgendwie hat dann die Neugierde hat dann ein bisschen überwiegt und dann habe ich es mir gekauft im Laden, in der Retail-Fassung und habe es dann gespielt und als ich es dann aufgenommen hatte, habe ich mich dann auch wieder daran erinnert, warum ich anfangs überhaupt nicht so die riesen Interesse an Resident Evil 7 hatte, weil es wirklich eklig war. Nach wie vor, und ich finde es auch immer noch nicht so toll, diese Art der super krassen Gewaltdarstellung. Und ich meine, das ist so eklig, dass ich weggucken muss an manchen Stellen, weil ich es echt nicht gut abkann. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nötig ist. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen Horror missverstanden ist. Ne? Also, ich glaube, man kann auch Horror und Angst ganz anders aufbauen. Aber gut. Und dann hat das Spiel halt gestartet und ging weiter und ich habe auch zwischenzeitlich gesagt, dass das halt schon Spaß gemacht hat, das Gameplay. Dann, wenn man ein paar der Stellen vergessen hat und dass er nicht mehr ganz so eklig ist, sondern, dann tatsächlich echt gute Elemente hat. Ne? War ja viel Motivierendes dann dabei. Irgendwie hat es dann ja doch Spaß gemacht und ja. Naja, aber alles in allem, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht, was ich dann davon halten darf im Spiel. Irgendwie hat Spaß gemacht, irgendwie auch nicht.
Und es gibt auch ein paar DLCs natürlich, die noch rausgekommen sind. Das halte ich mir noch offen, ob ich die noch angehe oder nicht. Gekauft habe ich mir noch keinen. Also ich habe Not a Hero ist irgendwie in meiner Bibliothek drin. Ich schätze mal, das ist mit der Retail-Version gekommen. Das ist wahrscheinlich standardmäßig dabei, auch wenn man es bei Steam kauft. Ich habe keine Ahnung, aber Not a Hero ist dabei. Und da sieht man halt den Redfield auf dem Bild. Was auch immer dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber mal gucken. Und dann gibt es ja noch mindestens zwei weitere, glaube ich, ne? Ja, mal schauen. Bin jetzt im Moment nicht so unbedingt danach hinterher. Obwohl ich sagen muss, die Engine fand ich ziemlich gut. Das Spiel sah ziemlich gut aus, fand ich. Und es lief erstaunlich flüssig. Also, ich hatte während des Spiels durchweg über 120 FPS oder so. Bei der GTX 970. Also, da will ich mal nicht meckern. Und soweit ich weiß, habe ich, glaube ich, volle Einstellungen. Vielleicht habe ich V-Sync ausgeschaltet, das kann sein. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles auf hochgeschraubt. Also technisch einwandfrei. Abgestürzt ist mir das Spiel auch nicht. Und sieht auch gut aus. Um nochmal auf die Engine zurückzukommen. Jetzt im Moment haben wir gerade die E3 2018 hinter uns gebracht. Die war vor ganz wenigen Tagen. Und alle reden jetzt im Moment noch von dem Resident Evil 2 Remake. Das scheint... Das war einer der großen Kracher auf der E3, die auch nachhaltig natürlich dann für Interesse gesorgt haben. Und das, was man bisher von Resident Evil 2 Remake mitbekommen hat, scheint die Leute voll begeistert zu haben. Und ich muss gestehen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch alles auf der Resident Evil 7 Engine. Ne? Also, das läuft da drauf. Obwohl sich das wie ein Resident Evil 4 spielt, vom Gameplay her. Aber so wie es scheint, ziemlich ordentliches Spiel zu werden. Ich freue mich riesig auch darauf. Also, auf Resident Evil 2 freue ich mich, auf das Remake freue ich mich wirklich sehr. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich persönlich hätte mir noch einen Ticken mehr gewünscht, oder das ist wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt, aber ich hätte mich richtig drüber gefreut, wenn das ein Remaster geworden wäre, ähnlich wie der HD Remaster vom ersten Teil. Weil dazu habe ich mich, glaube ich, in Resident Evil HD, ich habe es ja auch gespielt auf dem Kanal, da habe ich mich ja schon drüber geäußert, wie gut mir das gefallen hat und vor allen Dingen, wie gut ich in die Steuerung reinkam, die ja wirklich ein bisschen, man kann es glaube ich echt sagen, archaisch ist. Die ist echt aus dem letzten Jahrhundert wortwörtlich und ich schätze mal, das komplette Steuerungskonzept von den alten Resident Evils, die sind jetzt begraben, ausgestellt in Videospiel-Archäologie-Museen. Ne? Die stehen da in Vitrinen drin, wenn man das so sagen kann. Ich denke nicht, dass die jemals wiederkommen wird. Ich find's schade. Wie gesagt, ich bin gut reingekommen. Damals die Steuerung. Aber, naja, so haben wir jetzt so eine Third-Person über die Schulter Resident Evil-Steuerung für den zweiten Teil. Ich freue mich trotzdem richtig, richtig, richtig darauf. Januar 2019, glaube ich, ne? Oder Frühjahr 2019. Das ist für angekündigt. Ich glaube sogar Januar. Naja, wie auch immer. Resident Evil 2. Eins der großen Highlights von der E3 2018, die jetzt gerade um ist. Ja, okay. Was kann ich sonst noch dazu sagen? Gehen wir ein bisschen jetzt die Ideen aus. Ich habe meine Gedanken zu Resident Evil 7 geäußert. Die Credits sind sehr lang. Vielleicht noch was zu Folgeprojekten möglichen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf die DLCs eingehe. Aber es können noch andere Resident Evil Teile folgen. Ich muss mal gucken. Was relativ
relativ wahrscheinlich ist, würde ich sagen, ist der vierte Teil, dass ich den nochmal spiele irgendwann. Weil ich habe den das letzte Mal vor... boah, wann habe ich mir die PlayStation 2 gekauft? Die habe ich mir ganz spät gekauft, 2010 oder sowas. März 2010. Und in der Zeit in etwa habe ich auch Resident Evil 4 gespielt. Lass es mal im Sommer 2010 oder so gewesen sein. Oder im Herbst 2010. Das heißt, es ist dann jetzt schon fast 8 Jahre her, ne, dass ich das gespielt habe. Das letzte Mal. Und nach The Evil Within 1 habe ich nochmal voll Bock auf Resident Evil 4 bekommen. Das heißt, der könnte noch gut kommen. Dann könnte noch Resident Evil 5 theoretisch kommen. Mal schauen, vielleicht finde ich einen Koop-Partner, mit dem ich das machen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Das wäre auch quasi blind. Bei Resident Evil 5 habe ich nur die ersten 1, 2, 3 Kapitel gespielt. Mehr war das nicht. Also ich bin da noch ganz am Anfang. Und das wollte ich schon irgendwann mal gespielt haben. Fehlt mir noch irgendwas? Resident Evil 1. Achso, Resident Evil 0. Hab ich auch angefangen. Ich bin bis zu den... Also, keine Ahnung. Mal gucken, was passiert, wenn diese Folge hochgeladen ist. Aber Resident Evil 0 habe ich gespielt bis zu dem Raum, wo die Affen kommen. Ne, für die Leute, die das Spiel kennen. Wissen, was ich meine. Für die, die es nicht kennen, so ein großer Spoiler wird das nicht sein. Das ist halt, naja, irgendein Gegner-Typ. Und zu dem Zeitpunkt ist meine Motivation, ehrlich gesagt, beim Spiel ziemlich nach unten gegangen. Und die haben mir den Rest gegeben. Und ich habe das Spiel ausgemacht und deinstalliert, als ich dann, ja, also die Aufnahmen existieren noch. Ich kann es nochmal installieren und da weitermachen, theoretisch. Aber keine Ahnung, ob das noch kommt. Antike Münzen, 15 von 18, wir haben 3 übersehen, Akten gelesen, 5 haben wir übersehen. Wo sind die 15 Neuversuche? Okay. Mr. Everywhere. 15 war auch, wir haben 5 übersehen von den Dingern. Mr. Everywhere's. Das sind die, wahrscheinlich diese Wackelpöppchen. Antike Münzen, 3 haben wir übersehen. Ja, und 2 haben uns gefehlt für die Magnum. 78 Mal Inventarbox geöffnet, Arzneikräuter verwendet, Stabilisierer verwendet, Steroide 4. Okay, was ist nochmal der Stabilisierer? Weiß ich nicht, ist ja auch wurscht. Naja, jetzt haben wir es durch. Okay. Wir haben neue Boni freigeschaltet und einen neuen Schwierigkeitsgrad. Aha, okay. Die Geheimnisse der Verteidigung. Ja. Resident Evil 7. Okay, dann war es das an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Wer weiß, vielleicht ist es Resident Evil 4 oder so. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.